Hallo ihr Lieben, ich wurde ja vor längerer Zeit schon von der Hanna getaggt, das ist sicher schon einen Monat her, aber ich habe es halt bisher nicht geschafft, dieses Video zu drehen. Und als ich es dann endlich gedreht hatte, hat der Movie Maker es zerfressen. Also machen wir das Ganze heute nochmal. Ich habe es mal hier kurz so. Und zwar, fünf Dinge, die ich nicht mag. Eigentlich ja fünf Dinge, die ich hasse, aber hassen finde ich irgendwie doof. Deshalb fünf Dinge, die ich nicht mag. Und zwar als erstes, ich mag es nicht, wenn Leute so extrem nach Schweiß riechen. Letztens stand ich zum Beispiel im Supermarkt und da habe ich nur so aus dem Augenwinkel heraus gesehen, dass jemand neben mir in den Zigaretten kramte und ich drehe mich um und ich wäre fast erstickt. Sagen wir jetzt mal so krass. Das ist jetzt ein bisschen, vielleicht ein bisschen übertrieben, naja, obwohl. Dieserjenige, welcher roch schon ziemlich sehr stark nach Schweiß. Also Schweißgeruch ist ein absolutes No-Go. Was ich allerdings auch nicht mag, ist, wenn Leute zu viel Parfüm auftragen. Ich finde, weniger ist immer mehr, weil ich bin ja eh schon so geruchsempfindlich und dann bereitet mir das noch mehr Kopfschmerzen. Was ich als drittes nicht mag, ist, wenn sich Leute total die Haare so mit Haargel vollklatschen. Ihr kennt doch sicherlich diese Technofrisuren, wo die dann hier nur so, ja, ich sag mal, so eine Platte haben und dann so, ja, so Stacheln, so rundrum halt, so ein Stachelkranz, sag ich jetzt mal. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ihr wisst schon, was ich meine, hoffe ich zumindest. So, was auch doof ist, sind Autofahrer, die denken, die sind einfach nur allein auf der Straße. Eben kam ich mit dem Fahrrad angefahren und eine Frau will von der Tankstelle runterfahren, ist ja auch nicht weiter verwerflich oder so, aber sie hätte mich fast umgefahren. Das finde ich ja absolut scheiße von ihr. Ja, ich weiß, scheiße sagt man nicht. Aber egal. Ich muss das jetzt so sagen. Ich muss meine Aggressionen abbauen irgendwie. Deshalb dieses Wort. Nein. Das ist halt doof. Die achten nicht auf andere. Sie meinen, sie sind ganz alleine auf der Straße und sie gefährden ja nicht nur sich, sie gefährden auch alle anderen damit. Naja, kann man wohl nichts machen. Jedem das sein. So. Als fünftes finde ich es absolut scheiße. Zum Beispiel hier ist es der Fall. Mein Nachbar beobachtet mich ständig, wann ich gehe, wann ich komme, wann ich die Treppe mache, ob ich die Treppe mache. Und wenn ich sie dann mal vergesse oder nicht mache, weil ich im Urlaub bin oder so, dann muss ich mir erst irgendwie wieder was anhören, ob mir das Wasser abgestellt wurde oder so, weil ich die Treppe gefegt habe anstatt gewischt. Ich finde es nicht schlimm. Jetzt im Sommer wird die Treppe sowieso nicht so dreckig. Da reicht es auch, wenn man sie einmal nur fegt. Finde ich zumindest. Aber er sieht das ein bisschen anders. Und da hatten wir schon einige Streitereien. Ja, also halt so, ja, ich sag mal, Spione finde ich voll scheiße. Weil es geht keinem was an, was ich wann tue und was ich wann nicht tue. Außer vielleicht jemanden, dem ich das gerne erzählen möchte. Aber nicht halt irgendwelche Leute, die das nicht zu interessieren hat, wie fremde Leute. Nachbarn sind ja quasi fremde. Man kennt sie ja nicht so richtig persönlich, privat, nur so vom Vorbeigehen oder so. Okay, das war's auch schon wieder von mir. Ich denke, ich werde in nächster Zeit noch einen mit einigen Tags um mich schmeißen, weil ich habe noch mindestens drei Tags, die ich machen möchte. Und wie schon in meinem letzten Tag, wie. Nee, das war kein Tag, das war meine Haut- und Hautpflege. Ich bin ein bisschen verwirrt, das musste hier so sein. Wie schon in meinem letzten Video erwähnt, wollte ich eigentlich sagen, werde ich wahrscheinlich auch noch einen eigenen Tag starten. Aber mal sehen. Ja, was gibt es sonst noch Neues bei mir? Eigentlich nicht viel. Nichts Spannendes, was ich jetzt hier so preisgeben müsste. Ja, habt ihr Videowünsche? Dann sagt es mir in den Kommentaren. Oder habt ihr irgendwelche Fragen? Schreibt sie mir auch in die Kommentare. Vorm Spring werde ich löschen. Weil irgendwie meinen ja manche Leute, die müssen das dazu nutzen, andere Leute zu beleidigen und das muss ich mir nicht geben. Darauf habe ich keine Lust. Da rege ich mich nur unnötig drüber auf. Also werde ich das löschen. Ich schreibe euch dann meine E-Mail-Adresse auf meinen Kanal und dann könnt ihr, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die ihr nicht in die Kommentare schreiben möchtet, dorthin schreiben. Ob ich die dann beantworte, das ist natürlich wieder eine andere Sache, aber das werdet ihr dann ja sehen, nicht? Ja, das war's von mir jetzt endgültig. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!